Der Irakkrieg ist völkerrechtswidrig, hat der Schröder gesagt. Da beteiligen wir uns nicht dran. Da muss es andere Möglichkeiten geben. Friedliche Lösungen. Und das nimmt die Merkel bis heute übel. Merkel und Schäuble haben nichts dazugelernt. Die sagen bis heute, das sei falsch gewesen, was der Schröder da gemacht hat. Die sagen bis heute, wenn der Schröder den Bush unterstützt hätte mit seiner Kriegsdrohung, dann hätte der Krieg verhindert werden können. Man muss sich das immer wieder in Erinnerung bringen, meine Damen und Herren. Die Merkel hat nichts von dem von damals zurückgenommen. Damals ist die extra in die USA gereist. Sie können sich erinnern, wie die da beim Bush war, ne? Der Schröder, der findet das doof, was die machen, der Bush. Aber wir finden das doof, was der Schröder macht. Ich hoffe, Sie vergessen das nicht. Ja. Das kann man doch nicht vergessen, meine Damen und Herren. Das vielleicht Einzige, was der Schröder in seinem ganzen verfuschten Leben definitiv richtig gemacht hat. Zu sagen, an diesem Krieg werden wir uns nicht beteiligen. Da sagen Schäuble und Merkel bis heute, das war falsch. Er hätte mitdrohen sollen. Und jetzt möchte ich noch mal kurz erinnern, womit der Bush damals gedroht hat. Wenn ich was Falsches sage, dürfen Sie mich ja verbessern. Heute sagen die immer, ja, der Hussein war ja auch ein ganz schlimmer Finger, der musste weg. Aber das war ja nicht die Drohung, oder? Der Bush hat ja nie gesagt zum Irak, der Hussein muss ausgeliefert werden, der Hussein muss zurücktreten. Nein, nein, die Drohung war, Hussein, rück die Massenvernichtungswaffen raus. Wir wissen, du hast das Zeug. Wir haben die Satellitenfotos. Wir haben sie. Wir haben sie der UNO gezeigt. Die ganze Welt weiß inzwischen, wo das Zeug liegt, bloß die blöden Inspekteure sind zu doof, das zu finden. Das sind ja UNO-Affen, da haben wir nichts mit der Mut. Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir greifen an. Das war das Ultimatum, oder? Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir schießen dein Land in Klump und Asche. Das war die Drohung, die der Schröder unterstützen sollte. So, und jetzt wüsste ich von Herrn Schäuble gerne mal, wie der Hussein diesen Krieg hätte verhindern können. Was hätte der Hussein machen können? Er hat doch immer gesagt, komm, guck, ich hab nichts, oder? Der konnte das Zeug doch nicht rausrücken, oder? Der hatte das doch nicht. Der hatte wirklich nichts. Was hätte der machen sollen? Er hat immer gesagt, komm, guck. Der Mann hat die Wahrheit gesagt.